Ja, grüßt euch zusammen. Also, wir haben heute ein ganz besonderes Video, weil wir waren nämlich gestern beim Axel wieder unterwegs und da haben wir uns dann bei der Feierabend halbe gefragt, ja, ein Krone Häckselwagen, 46 Kubikmeter, wie viel sind das umgerechnet in Silo-Rundballen? Und das hat uns jetzt keine Ruhe gelassen. Jetzt haben wir hier ein bisschen was gemäht. Also wir hoffen jetzt, dass wir genau einen Wagen voll, einen guten Wagen voll zusammenbekommen. Und dann werden wir das zum Bekannten auf dem Hof hinfahren und der wird es dann mit seiner Wickel-Press-Kombination eben verdichten, pressen in Rundballen und dann schauen wir mal, auf wie viel das wir kommen. Also wir haben jetzt um 500 Euro gewettet und die 46 Kubikmeter sollen 9 Rundballen nicht übersteigen. Also jetzt sind wir mal gespannt. Ja, was denkt ihr? Sind die 9 Ballen unrealistisch? Sind es mehr, sind es weniger? Also ihr könnt gerne in die Kommentare drunter schreiben, was ihr davon denkt, wie ihr auf die Zahl kommt, wie ihr sie berechnet. Also meine persönliche Meinung sind irgendwo 15 Ballen, weil das Gras ist ja gehäckselt. Also das lässt sich ganz anders da verdichten, wie jetzt das geschnittene Gras von der Presse. Wenn man natürlich damit auf das Gewicht hinausgeht, also normalerweise haben wir auf dem TX so circa, ja, wir sind da drauf, zwischen 14 und 16 Tonnen Grassilage, was hat eine Rundkugel circa an Gewicht, dass man das da herausrechnet, dann kommen wir aber auf circa 25 Kugeln. Also ich bin da selber mal gespannt, das hat uns gestern wirklich keinen Ruhm mehr gelassen und schauen wir mal, was dabei herauskommt. Also wir sehen uns dann morgen.